Heute zeige ich euch Fotokissen in der Form eines halben Herzens. Die können dann unten wunderbar stehen. Das Fotofach ist 9 x 13 cm. Sucht euch einen schönen Baumwollstoff aus. Diesen hier habe ich vor kurzem geshoppt. Unten auf dem kleinen Dreieck ist die Beschreibung. Dort findet ihr den Link zu dem kostenlosen Schnittmuster für dieses halbe Herz. Das könnt ihr euch einfach runterladen. Übertragt euch das Schnittmuster mit einem Trickmarker. Was auch wichtig ist mit Stoffen, die ein Motiv drauf haben, ist, dass ihr den Stoff nicht im Bruch legt. Also das heißt, dass ihr gleich zwei Teile ausschneidet, weil sonst habt ihr eins, das auf dem Kopf steht. Ne? Deswegen haben wir jetzt hier eins gemacht und dann machen wir hier direkt das nächste. Genauso. Jetzt kürzen wir noch die Naht ein bisschen ein, so auf 1 cm ungefähr. Holt euch ein Schrägband aus Baumwolle. Und ihr braucht noch eine Klarfolie, die ist so ein bisschen weicher, die ist nicht so starr. Die hat 0,2 mm und diese beiden Sachen habe ich bei der Budinette bekommen. Als nächstes brauchen wir einen Abschnitt 10 x 14 cm. Das übertragt ihr mit einem Stift, der auf Folie malt. Das ist jetzt hier ein widerlöslicher Folienmarker, aber es geht auch ein dünner Edding. Dann kommt das Streckband zum Einsatz. Wir machen das jetzt nicht ganz so klassisch. Ne? Also normalerweise macht man das auf, man nimmt erst eine Seite um. Aber ich muss echt sagen, ich hatte da Bedenken bei der Folie, dass mir das dann irgendwann, wenn ich so viele Nähte setze, dass es reißt. Also ihr fangt bei der langen Seite an und lasst es auch überstehen. Also nicht auf die Kante, sondern lasst mal einen Zentimeter oder auch zwei überstehen. So, jetzt kommen wir hier an die Ecken. Einmal nach hinten umbiegen und mit den Daumen, Zeigefingernagel so schön falzen. Dann habt ihr eine schöne Bruchstelle oder auch nicht Bruchstelle, halt eine Falz. Und dann drücken wir das auf, sodass hinten und vorne ein Dreieck entsteht, wo wir das rumlegen können. Hier schaue ich jetzt nochmal, dass ich die Naht richtig schön glatt mache. Bügeln können wir an der Stelle auch nicht, weil die Folie sehr hitzeempfindlich ist. Und dann falze ich da so drüber und guck mal, das sieht total ordentlich aus. Und so machen wir das mit jeder Kante. Schön hinknorkeln, sag ich mal, festklammern, auch keine Stecknadeln, verletzt auch die Folie. Und dann nach hinten biegen, mit dem Nagel so ein bisschen falzen. Und dann ein Dreieck hinten und ein Dreieck vorne bilden. Ihr könnt euch hier auch ein bisschen an dieser Schrägbandinnenkante orientieren, wenn ihr die dann im 90-Grad-Winkel mit hinlegt, dann klappt es ziemlich gut. Also ein bisschen ausrichten, schauen, dass das alles so schön passt. Und so gehen wir ringsrum. Am Ende legt ihr euch das Schrägband
auch wieder an den Rand und dann schneiden wir das hier ab. Ich zeige euch jetzt, wie man das Ende macht, ohne dass es auffällt. Ihr nehmt jetzt den Anfang, den wir länger gelassen haben, legt es auch wieder rum und dann knicken wir uns das auf die Länge der Folie ab. Und diesen Punkt haben wir uns jetzt markiert. Dann falten wir das Schrägband komplett auf. Und da, wo die erste Bruchstelle ist, muss jetzt ein Dreieck entstehen. Und wir beginnen auf der linken Seite, da die hinten ist, und legen dann die rechte Seite auch um, anschließend die Außenseiten wieder nach innen. Und jetzt haben wir eine Spitze geformt. Und die legen wir uns jetzt da drüber und nähen die dann mit fest. Jetzt nähen wir an der Innenkante entlang. Zuerst nehme ich den Anfang nochmal hoch und da, wo das Dreieck das Ende verdeckt, da setze ich nur zwei Stiche, mal zwei rein, zurück und fertig. Das dient der Fixierung, dass es uns nicht verrutscht. Oben die Spitze müsst ihr gut festhalten und noch mit den Fingern so ein bisschen führen, dass euch nichts verrutscht. Auch die Ecke wieder gut festhalten, fahrt mit der Nadel so weit vor, wie ihr dann drehen müsst um 90 Grad. Und ich habe mir da als Hilfe die Füßchen genommen, dass es da dann wirklich auch auf dieser Innenkante der rechten Seite entlang läuft. So habe ich überall das gleiche Maß. Für das Ende habe ich mich entschieden, auf unsere Anfangsnaht die Verriegelung zu setzen, so ist es am unauffälligsten. Nehmt ihr euer Stoffteil und knickt es dann an der unteren Kante nach innen um. Das könnt ihr euch bügeln. Da ich immer so ein bisschen bügelfaul bin, muss das bei mir immer alles mit dem Fingernagel funktionieren. Und es funktioniert auch, ne? Seht ihr ja. Legt euch die untere Kante genau auf so eine Arbeitslinie drauf, dann nehmt ihr euer Patchwork-Lineal und dann schaut mal, wo der Herzbogen wieder verläuft. Der muss auch genau auf einer Linie verlaufen. Dann nehmt ihr ein Maßband, messt von unten in der Mitte 5 cm hoch und dann von beiden, von der Mittellinie dann jeweils 7 cm an dem Lineal entlang und setzt euch dort Markierungspunkte. Bei dem Stoff ist es ein bisschen fies, aber man sieht sie trotzdem. Dann nehmt euch jetzt euren Bilderrahmen und richtet ihn euch jetzt das erste Mal aus, dass die unteren Ecken auf den Punkten liegen. Den Rahmen könnt ihr euch jetzt mit so Klebestreifen befestigen, aber die habe ich nicht, deswegen kommen hier ganz einfache Fotostreifen zum Einsatz. Die halbiere ich mir und klebe ich mir hinten passend zurecht. Das ist so die kostengünstige Alternative, weil diese Bänder sind auch sehr teuer. Aber man verbraucht recht wenig, also von daher rentieren sie sich dann auch wieder. Ich hatte keins da. Ich habe mir jetzt so geholfen. Klebestreifen habe ich jetzt noch mal verändert, weil ich den Einschub für das Foto von rechts, nicht von oben haben möchte. Und dort soll auch kein Klebestreifen sein, damit wir dann das Bild schön reinschieben können. Na, seht ihr jetzt,
Unsere Markierungspunkte noch, da unten sind sie und da setzen wir jetzt die Ecken drauf und kleben das fest. Jetzt hält es und wir können es nähen. Das hält gut unterm Nähfuß und wir achten jetzt noch drauf, dass die Nadel nach rechts gestellt wird. Das wird hier jetzt außen absteppen. Allerdings nicht alle vier Seiten, weil wir wollen ja auch noch einen Einschub lassen, dass wir auch ein Foto reintun oder auch wechseln können. Jetzt falten wir von beiden Herzseiten die untere Kante nach innen um und legen sie aufeinander, um sie dann festzustecken. Wir nähen jetzt einmal die Herzform entlang, lassen dabei aber eine Wendeöffnung. Guter Tipp ist auch, wenn ihr euch die Spitze nicht spitz, sondern eckig hinmalt, sodass ihr so zwei Stichlängen quer rüber geht und nicht in die Spitze, dann habt ihr ein schöneres Ergebnis beim Wenden. So, jetzt kommen wir zur Wendeöffnung. Ich habe tatsächlich die andere Seite nach oben genommen. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst beim Nähen. Deswegen ist da jetzt auch diese Einzeichnung nicht zu sehen. Ihr haltet einfach vor der Spitze an, lasst die Nadel stecken, dreht euch entsprechend. 90 Grad sind es jetzt nicht ganz, aber dass er quer zur Spitze eben verläuft. Und macht dort zwei Stiche gerade. Und dann geht es wieder mit der Spur weiter. Wenn ihr in Spitzen reinarbeitet, müsst ihr besonders gut und weit reinschneiden. Das ist mal so ein Grad, wie weit schneide ich rein. Mit der Zickzackschere geht es auch ganz gut, aber ich schneide jetzt wirklich nochmal hier so ein paar kleine Zacken rein, damit sich das dann beim Wenden einfach schön ausformt. Da sieht man jetzt nochmal diesen Stich, ne? Einmal wenden bitte. Zum Füllen nehme ich so Polyesterfaserkügelchen. Die sind auch in den Kopfkissen drinnen. Bei den Füllungen passt immer jede Menge rein. Da könnt ihr ordentlich reinstopfen. Es muss richtig schön flauschig sein und dick sein, dass auch stehen bleibt. Beim Vernähen der Wendeöffnung gehe ich immer so vor, dass ich den Stoff an der Außenkante vom Fuß entlang führe und dann einmal die Nadel auf links stelle. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, die Füllung drückt da wahnsinnig dagegen. Deswegen setzen wir jetzt hier auch die erste Naht, die innere Naht. Und müssen da auch ein bisschen immer mithelfen, dass sich die Füllung da nicht so in den Weg reinschiebt. Die zweite Naht setzen wir genauso, dass der Stoff wieder am Füßchen entlang geht und die Nadel setzen wir dann einfach auf rechts und so habt ihr wirklich, wenn ihr keine Zwillingsnadel habt, beziehungsweise hier möchte ich keine verwenden, weil du sonst auf der Rückseite einen Zickzack hast und ich möchte hier zwei gerade Linien. So, der letzte Schnitt. In euer Fotofach passt jetzt ein Foto oder eine Grußkarte in der Größe von 9 x 13 cm. Die schiebe ich einfach seitlich rein und dann habt ihr ein ganz tolles individuelles Geschenk zum Geburtstag oder jetzt kommt auch der Muttertag und ich habe euch jetzt noch eine zweite Variante gezeigt und zwar bei dem linken habe ich den Rand nochmal knapp versäumt und ohne Fotofach, also wenn es nur ein kleines Geschenk sein soll, da kann man dann vielleicht auch einen Gutschein drauf binden, einfach mal was anderes. Und das Schöne ist, die Herzen bleiben stehen. Schön, dass ihr mit dabei wart, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald, eure Manu.